Hallo und herzlich willkommen. Heute mache ich mal ein großes Infovideo, wo ich auf viele kleinere Punkte eingehe. Ich wollte zuerst ein Einzelvideo machen von ein paar Dingen, aber ich habe mich jetzt entschlossen, komm, mach ein Komplettvideo. Dann ist das Ganze vielleicht auch ein bisschen interessanter. Also hier praktisch bildlich dargestellt, wie eine Rangierlok einen Autotransporter verschiebt, rangiert. Ich habe sie jetzt ein bisschen entschlackt. Ich habe momentan hier nur diese geriffelten Steine gelassen. Alles andere habe ich mal momentan weggemacht. Ja, ansonsten wird es hier einfach zu bullig. Ich hätte mir von den Steinen noch ein paar bestellen sollen, dass ich dann hier nochmal eine Reihe hinmache. Ich glaube, das ist so ein bisschen originalgetreuer. Ansonsten lasse ich es jetzt einfach mal so. Ich bin auch hier auf den Tipp eingegangen und habe hier die Lichterreihe getauscht. Und die Fenster muss ich noch tauschen, aber da muss ich erstmal bei Bluebricks bestellen. Ich glaube, die sind noch gerade auf Lager, die roten Drain Windows. Dann fährt hier gerade die BR01 hier aus dem Lokschuppen raus. Hier ist ganz spartanisch hier mal ein bisschen Begrünung hingekommen. Hier sieht es aus wie wenn eine Bombe eingeschlagen hätte. Da habe ich mal das noch gar nicht aufgeräumt. Das Haus muss ich noch hinstellen. Und die Häuserreihe hinten müssen noch getauscht werden. Möchte ich tauschen. Einfach um Fenster, Bänke außen etwas also an die äußeren Seiten zu bringen. Dann, hier habe ich jetzt mal auch ein bisschen professorisch die beiden Häuser hingestellt. Da fehlt noch das Material, ihr seht es, da ist alles noch nicht ganz am Platz, da fehlen noch die Fensterelemente teilweise. Hier vorne habe ich jetzt einen Umbau gemacht. Ich habe jetzt das Gleis hier ein bisschen verkürzt, dass ich hier den Bahnübergang komplett schön dekorieren kann. Da fehlen mir noch Teils, also Fliesen und noch ein paar Steine in Light Bluish Gray. Dann habe ich auch mal, wie man hier sieht, in der Seite der Stadt die neuen modernen Lampen aufgestellt. Ich hatte hier einfach hier vorne auch die orangenen mit den orangenen Lichtern hingebaut. Bahnhof muss ich noch umbauen bzw. erweitern. Auf der Ebene hier kommt irgendwie ein Bahnübergang, also ein Übergang hier für die Leute hin. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich hier zwei Bahnsteige baue. Dafür ist auch dieses Ausweichgleis da. Boah, wo bin ich hier? In dem Zug muss ich vielleicht diese Weiche tatsächlich elektrifizieren. Müssen wir gucken, wie ich das mache. Dafür vielleicht die da hinten nicht. Ja. Genau, was haben wir noch? Ich habe das den Edeka-Laden quasi erweitert. Auch hier modular aufgebaut, hat noch kein Innenleben, ist auch nur professorische gerade an der Ecke. Ich habe alles mit Fliesen verkleidet, bis auf das Eck hier. Da fehlt mir noch der passende Stein. Dann kam eine Lieferung an von Olivenen. Keine Ahnung. Ich glaube, das waren 10 sogar in der Bestellung, aber Oliv ist eigentlich noch besser. Und dunkelgrünen Büschen aus China. Ich muss sagen, die halten super. Da gibt es nichts zu meckern. Da sorgt das Ganze ein bisschen für farbliche Variation. Hier zum Vergleich hier den Lego-Busch. Die habe ich übrigens günstig bekommen wie die von Bluebricks. Von dem her lohnt sich der 50er-Pack eigentlich nicht. Und ich sag mal, China ist China und bin mit der Qualität zufrieden. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es noch besser geht. Von dem her passt das für mich an der Stelle.
Ich hatte ja schon erwähnt, die Teile sind aus China und haben wir hier. Hier haben wir einer, der relativ fest ist, also den muss man schon fest verschieben. Haben wir auch einer, der lose ist hier. Also hier das Gestänge wackelt, das ist aber tatsächlich Lego hier, weil die Hinges sind Lego und irgendwie die wackelt. Also es gibt auch bei Lego hier Qualitäts. Ja, also ich finde es nicht so toll, weil hier wackelt es nicht so arg. Was habe ich noch verändert? Ich weiß gar nicht, ob ich schon gesagt habe, das Haus habe ich hier umgebaut. Ich habe überall die Häuser, die ich umgebaut habe, so modifiziert, dass ich hier durchaus so eine 16x16er Baseplate als Zwischenplatte einbauen kann. Also hier in dem weißen Haus beispielsweise könnte ich zwei Ebenen einbauen. Da habe ich auch schon, man sieht es hier, die Garagentoreinteilungen da, die ich gerade eben gemerkt habe, dass sie noch gar nicht drin sind. Da muss ich mich auch nochmal drum kümmern. Ja, aber alles so Kleinigkeiten. Hier vorne hatte ich gesagt, da schmücke ich noch aus. Ja, mache ich jetzt nicht. Abschließend geht es noch um das Hochhaus. Das ist, glaube ich, mit Abstand das teuerste Projekt. Wenn man hier mal die vielen verbauten 16x16er Blades anguckt und die Dorrahmen, Doorframes, an der Stelle nochmal die Info, die Glaseinsätze gibt es am günstigsten direkt bei Lego. Ausnahmsweise mal 6 Cent pro Glas im Pick-a-Brick-Shop. Für den Preis gibt es definitiv nicht mal Gebrauchte bei Bricklink. Ja, dann, ja, hier sind wir die 1x1 ausgegangen. Man hat ja zwei Möglichkeiten, wie man das Ganze bauen kann. Entweder um auf die 6er Höhe zu kommen mit zwei 3er hohen Steinen oder halt hier wie hier unten beispielsweise im 5er hohen und im 1er. Unvergleichlich teuer. Es empfiehlt sich natürlich nicht, alles mit 1er Steinen zu bauen, außer man hat die übrig. Aber nicht mal dann würde ich es machen. Bezüglich der Stabilität, ich habe hier immer. Das ist ja die 16x16er Blade. Ich habe ja immer mit so einer zweierstarken Brick gearbeitet. Und hier die Platte ist unten nochmal verstärkt, weil einfach hier oben drauf nichts mehr ist. Da ist der Fahrstuhl drin. Ja, gefällt mir nicht ganz so gut, dass der sich nicht ganz deckt hier. Dass er hier nicht volles Fenster hat. Aber ja, ich denke, das ist okay. Geht ja mit der Lösung nicht anders und passt. Also, was ich jetzt. Hier noch mache ich es. Hier kommt eventuell ja, da hinten liegt sie, die Tenplatte drauf, um hier oben einen Sand hier zu haben. Dann kommen hier ein paar Liegen drauf und dann kann man sich hier Sonne, einen Sonnenbereich. Ich habe hier ein Stockwerk, da ist schon ein Büro eingerichtet. Das sind hier schon die Werkbänke, wo man so Schilder ranklipsen kann und es gibt von Lego so Schilder mit Computer-Bildschirm, die passen hier perfekt rein. Da könnten hier zwei, drei reinpassen. Also ein Stockwerk wird definitiv hier Büro sein. Klar ist, dass ich hier nicht eine Wohnung haben möchte. Ich denke, der Platz wäre hier auch etwas zu gering. Mit den 14x14 Noppen Platz am Ende. Was man allerdings machen könnte, wäre hier beispielsweise das ganze Gebäude ein Brick hochsetzen, dann die Blade innen drin rausbauen, da im Prinzip innen drin von Hand aus, also klein auskleiden. Und da könnte man da in der Mitte ein Schwimmbad richtig reinbauen, wo auch richtig versenkt ist am Ende. Das wäre eine Option, finde ich eigentlich ganz cool. Und als Deko, gut, ich habe hier noch ein paar Dekoteile übrig, aber ja, es passt hier nicht so richtig was. Also, wie gesagt, zwei Vorschläge hätte ich ganz gerne von euch. Ich weiß nicht, habt ihr da irgendeinen Vorschlag? Schreibt es mal in den Kommentaren rein, würde mich interessieren. So richtig habe ich eigentlich nichts da. Ich könnte eventuell, was man natürlich machen könnte, wäre sowas wie eine kleine Zoohandlung. Ich habe ein paar Tiere da. Ja, Blumenhandlung, das ist eigentlich alles was hier in so ein Hochhaus auch gar nicht so richtig reinpasst. Genau. Schreibt mal es in den Kommentaren rein. Ansonsten war es das mit dem großen Update und großen Infovideo. An der Stelle danke fürs Zuschauen und habt eine schöne Zeit, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.